Herzlich willkommen zu Weaver Fix Let's Play 1-70 DPC Part 3. So, dann fangen wir natürlich an. So wie gesagt, dass wir jetzt erstmal ein bisschen weiter leveln, bis wir gewissermaßen unser Silber ein bisschen aufgestockt haben, dass wir ein paar Berufe lernen können, um dann etwas an Gold kommen. So. Dann starten wir, das sieht man ja hier auf rechter Seite mit dem Questy. Wir brauchen die großen Kerzen, Ausblende der Tiefen, Schachtmine und Goldstaub. Aber ich gebe das schon vorweg, wir werden die Quest hier unten zuerst machen. Also M drücken, die Quest hier unten machen, das hier auch noch alles gleich annehmen. Dann brauchen wir nicht tausendmal hin und her laufen. Hier kann ich euch auch gleich zeigen, was man für Kochkunst demnächst dann auch benötigt. Na, ja, ist das noch nichts. Aber das werden wir jetzt gleich auch rausfinden. Ha, Spindchen verfolgt jemand anders gerade. Man sieht ja auch ganz schön hier, wenn man was entdeckt hat, kriegt man auch EP. Sieht man auch hier, 45 Erfahrungspunkte erhalten. Und wieder 55. Eins nicht vergessen, die Wohnhaut natürlich wieder auffrischen. Hier haben wir gerade zum Beispiel den Questgegenstand, den Liebesbrief bekommen von der Dame. Die hier brauchen wir dann nachher. Also nachher. Das sieht man ja, man braucht hier die Kerzen und den Goldstaub, das kriegt man alles von den Gräber. Ah, der erste Goldstaub. Wie ich auch schon im zweiten Video auch erwähnt hatte, hier ist der DEP-Balken blau, ein bisschen so dementsprechend schattiert. Es ist unser Erholungsbonus, wir müssen Gasthaus ausstocken. Ich kann das auch mal machen, den Unterschied zu wissen für Part 4, dass ich mal gar nicht in Gasthaus auslocke. Das sieht ja auch den gewaltigen Unterschied, was es macht. Oh, schon wieder 140 P und das nur fürs Laufen.
Dann laufen wir wieder zurück. Eins, was ich euch auf jeden Fall vorweg sagen kann. Die PC ist etwas sehr laufintensiv. Am Anfang, bis man das Gold, wie wissen wir es denn zusammen hat. Für Stufe 30. Oh, hier kann ich ja, beim zweiten Part habe ich gezeigt, wie die Kräuter aussehen, gewissermaßen wo man abbauen muss. Für Kräuterkunde, hier ist zum Beispiel für Bergbau, Bergbau. Genau das gleiche. Oh, hier haben wir auch das nächste Beispiel natürlich, Kräuterkunde. Aber jetzt zeige ich euch Schritt für Schritt. So, jetzt brauchen wir 4 Brocken Eberfleisch. Nicht genug Mana. Ja, da kann ich es euch jetzt zeigen. Hier 19 Mana, wenn man Adalas verwendet, verliert man Leben, aber dafür kriegt man Mana wieder zurück. Wie ich auch gesehen habe, das erste Video, was ich hochgeladen habe, und das zweite, gefällt euch, wie es aussieht, das finde ich super. Ich hoffe auch, dass die Videos dementsprechend auch hilfreich sind für pure Anfänger. Sagen wir, die Quest fertig. Jetzt muss man es da hinten wieder abgeben. Also zum Lehrer muss man eigentlich immer Stufe 8, Stufe 10, Stufe 12, Stufe 14. 16 und 20 und dann jedes Mal in 2er Schritten. Also sollte mal zum Lehrer. Manchmal kann man es sich zwischendurch mal nicht leisten. So, jetzt muss man zu dem kleinen Jungen wieder. So. Jetzt müssen wir eigentlich komplett nur noch in die Mine hier arbeiten. Also da muss man ja die Kerzen, den Goldstaub, die Ausplanung machen und Goldzahn erledigen.
so wie das aussieht. Fangen sehr viele Leute neue Charaktere an. Sehr interessant. Manchmal droppt hier in der Seite eine Kiste, wo man auch looten kann. Da könnt ihr zum Beispiel auch Erz drin sein. Oh, hier. Das hier benötigt zum Beispiel für Schmiedekunst, also Leinstoff, Schneiderei. Ich weiß nicht ganz genau, ob das für Ingenieur auch noch was ein bisschen benötigt wird. Bin mir nicht ganz sicher. Aber für Schmiedekunst weiß ich sicher. Und für Schneiderei. Oh, die erste Quest erledigt. Achtet darauf, das habe ich letztes Mal auch gesagt gehabt, dass es eigentlich schon nicht schlecht ist, die Minikarte da oben. Aber wenn ihr reinläuft, also die obere Etage und die untere Etage zeigt es leider nicht an in den Höhlen. Das musste ich mich noch ein bisschen verbessern. Aber denkt dran, wo ihr reingekommen seid. So geht ihr eigentlich am besten wieder raus. Ist am einfachsten für euch. Hier zum Beispiel, die geben zum Beispiel so einen Debuff an der Seite, wo 50% die Rüstung verringert ist. Sieht man dann hier, ist auch dann rot abgebildet hier, Rüstung. Wenn man jetzt wieder da ist, hat man natürlich wieder unsere Rüstung. Da hinten hat es eine Kiste. Die holen wir uns dann gleich mal. Oh, das kann man jetzt gleich gut gebrauchen. Heiltränke. Also, sieht man ja auch hier unten, wird von der Alchemie hergestellt. Hier kriegt man Heiltränke, Rüstungstränke, Verstärkungen, was man im späteren Verlauf auch für Raids braucht. Ab jetzt müsst ihr auch ein bisschen aufpassen, also nicht so wie ein Startgebiet. Die Gegner sind jetzt dann komplett rot, die greifen automatisch an, wenn ihr euch zu weit nähert. Dann ein bisschen Distanz aufbauen.
halt vorsichtig dann langsam anfangen zu pullen. Hier, das ist der Goldzahn, wo wir jetzt erledigen müssen. Da seht ihr, mein Wichtel ist auf dem Boden. So, hat man die Quest jetzt auch erledigt. Und hier kann ich euch zeigen, unsere Gesundheit ist jetzt auf 56. Wenn man jetzt so einen Heiltrank benutzt, macht er 70 bis 90 Gesundheit und wir sind wieder komplett voll. Aber ich würde euch natürlich empfehlen, die Heiltränke während des Kampfes zu verwenden. Wenn ihr, sagen wir mal, 10 oder 20 Gesundheit habt, verwendet den Heiltrank. Das rettet euren Popöchen. Respawn ist heute richtig gut, weil ziemlich viele Leute gerade momentan spielen. So, da gehen wir auf Seite, nicht dass wir jetzt hier noch weit mehr pullen. Dann können wir zum Wichtel nicht mehr beschwören. Ich glaube, den werden wir jetzt gleich mal beschwören. So, jetzt brauchen wir noch die Kerzen, Goldstaub. Aber ihr seht, im Wichtel ist es richtig gemütlich. Bitte das hin. Na komm, dann helf mir mal. Man kriegt nicht einmal ein Dankeschön, wenn man hilft. Aber ich vermute auch, dass er es wahrscheinlich auch alleine hinkriegen würde. Bin mir aber da nicht so ganz sicher. Bevor man rumsteht, kann man auch ein bisschen helfen. Manche Leute sind euch auch verdammt viel dankbar. Da muss ich euch auch noch sagen, ich habe die Musik, die Hintergrundgeräusche von dem Spiel natürlich ausgemacht, weil ihr euch wahrscheinlich gewundert habt im zweiten Part, weswegen der Rübichtel redet, aber er redet nicht. Ja, ich finde das, auch wenn es ihr Leute in gewissem Maße zuhört, was ich sage, sind so Hintergrundgeräusche ab und zu auch sehr nervig, das merke ich auch teilweise. Aber ich hoffe, dass es für euch so korrekt ist, dass ich die Geräusche ausgeschalten habe.
Level 7! Jubel! Also ich versuche jetzt in diesem Part auf jeden Fall Stufe 8 zu werden, dass wir gemeinsam nochmal zum Lehrer gehen können. Aber so lange dauert es eigentlich nicht, Stufe 8 zu werden jetzt. Hier haben wir jetzt das Problem und Inventar ist voll. Ich habe ja gesagt, hat bin voll ist. Ja, aber ich könnte jetzt zum Beispiel Sachen rausnehmen, wie zum Beispiel die Lederhandgelenke. Ich will nämlich das euch dann hier gleich mal zeigen. Hier, es gibt so ab und zu gewisse Schriftrollen, wo zum Beispiel Willenskraft erhöht. Hier Willenskraft erhöht um 3. Wenn man jetzt hier auf die Willenskraft dann geht, regeneriert das Mana und die Gesundheit. Ist gar nicht mal so schlecht. Aber nur hin und wieder droppen die. Nicht immer, nicht ständig. Und weil wir nicht so viel Gold haben, kann ich euch auch zeigen, wo man das gleich abgeben kann. Also hier mal kurz die Taschen leeren. Ist hier am Anfang sehr gut, bis man halt meine Tasche zusammenkriegt. Hier hinten, wenn man hier hoch geht, hier ist die Mine. Hier ist ungefähr die Mine und hier ungefähr müsste ein Verkäufer sein. Dann geht halt mal kurz darüber, verkauft das Zeug. Okay, es wird halt ziemlich viel Zeit in Anspruch genommen. Aber ihr werdet gleich sehen, wir haben jetzt 2 Silber 16 durch die Töterei. Ja, wenn wir das jetzt hier alles verkaufen. Noch zusätzlich die Kerze natürlich nicht verkaufen. Siehst du, da haben wir wieder 3 Silber. Und geht weiter, dann kann man gleich wieder nach da unten wieder gehen, die Kerzen noch vor uns einzusammeln. Da fehlt uns noch eine. So ein Mob ist noch ein Gegenstand, wo man nehmen können, auch noch verkaufen können. Die könnten wir eigentlich so normalerweise auf den ersten Beruf gleich machen, wo wir etwas mehr Silber schnell farmen können. Letzte Kerze. Dann gibt mir die Quest da oben ab. Habe ja gesagt gehabt, manche Quests zeigt halt nur das an, was wir nicht brauchen. Aber ist gut zum Hände zu verkaufen. Und hier haben wir schon 875 EP. Nicht schlecht. Und hier ist ein Magier, sehr nett, hat uns gebufft, kriegt eine Intelligenz zurück. Da haben wir jetzt etwas mehr Mana, statt 252 haben wir 323 Mana. Aber auch nur 5 Rüstungen. Hatten bis jetzt noch nicht so das Glück, zu was zu droppen.
sehr schön. Hier haben wir das ja. Auch nicht schlecht. Benötigt Bergbau. So sieht ja das Vorkommen aus. Und so sieht es dann aus, wenn man es abgebaut hat. Kupfererz. Aber wir können das Kupfererz natürlich weiterverarbeiten. Zu Kupferbarren. Ja, da haben wir die Spinne. Man könnte abhauen zum Beispiel oder den Wichte kämpfen lassen. Aber warum nicht? Das sind die P, was unterwegs noch zusätzlich bekommen. Kleines Spinnenbein. Das braucht man definitiv für andere Quests. Braucht man auch das für Kochkunst, für Kochrezepte. Das kann ich euch auch gleich mal zeigen, wie die Kochrezepte ungefähr aussehen. Hier kriegt man zum Beispiel 1,75 Kupfer. Das ändert sich jetzt. Das verkaufen wir gleich mal. Ah, das hier, was man jetzt als Questbelohnung zum Beispiel bekommen hat, benutzt für Ringe die Chance des Zieles zu treffen. Also das kann man jetzt hier oben im Ziel. Kann ich euch gleich mal zeigen. Jetzt kämpfen wir einfach mal. So, jetzt hat er den Buff von dem Dings hier, Trefferchance, verringert. Aber ich sage jetzt gleich mal von vornherein, ja, wir verkaufen das. Wir brauchen das Silber. Also eher das Kupfer. Das da, das Erz könnten wir jetzt mal zur Seite lassen. So, dann kriegen wir jetzt auch noch die nächste Folgequest. So, annehmen, die nächste Quest. So, jetzt haben wir ungefähr 9 Silber zusammen. Hier können wir uns jetzt mal... Ne, das war nicht hier, das war hier. Da kaufen wir uns einfach mal eine Tasche. Gönnen wir uns einfach mal. So, dann kann man es hier doppelt draufklicken oder... Beispiel rüber runterziehen hier und dann haben wir eine 6 Platz Behälter jetzt erstmal eine Tasche halt mehr. So, bevor wir nach Sturmwind gehen, gehen wir jetzt erstmal hier die Morlocks killen. Das habt ihr ja gerade gesehen, also hier ist das Gasthaus und gleich hinter das Gasthaus ist eigentlich gleich die Quest zum Erledigen. Wenn wir Glück haben, sind wir ruckzuck fertig. Aber aufpassen, Morlocks tun hin und wieder mal schon ein bisschen Aua machen am Anfang. Dann pullen wir sie lieber ein bisschen einzeln. So, das erste.
Wir sind verdammt link. Akku-Range ist verdammt hoch. Und das zweite, den Hauptmund. Kurz hin, tun Essen. Hier zum Beispiel Muscheln, so graues Zeugs, kann man alles gut verkaufen. So, Nummer 3. Geht hier ein bisschen weg vom Ufer, da kann immer eine Patrouille kommen mit zwei Leuten. Und da ist euer Leben gleich ausgehaucht. So, fertig. Da gehen wir den nämlich gleich hier unten ab. Also vielleicht hier drüben. Also ich habe mir so gewissermaßen ein bisschen überlegt, dass, was ich für Berufe ich mache. Dass ich es euch auch etwas einfacher machen. Wenn ihr jetzt zum Beispiel Hexenmeister seid, eine Stoffklasse seid, entweder könnt ihr zwei Farmberufe machen, also entweder Kirschnerei oder Bergbau. Oder wie ich jetzt zum Beispiel, ich werde jetzt Schneidekunst machen. Und Bergbau. Bergbau ist einfach, dass man halt ein bisschen Gold verdienen kann. Und Schneiderei ist einfach so nebenbei, weil wir immer Stoff kriegen. Hauptsächlich. Und wie man das Gold mit Bergbau natürlich verdient, werde ich euch natürlich auch zeigen. So, wir kriegen hier die Quest. Gehen wir natürlich gleich hier raus. So, wir haben zwei Parts schon gezeigt, Wegweiser. Wir müssen jetzt nach Sturmwind. Hier müssen wir ungefähr hin, da werden wir es gleich auch entdecken. Sturmwind ist eine große Stadt, da werde ich mir im nächsten Part etwas Zeit lassen. Dann zeige ich euch ein bisschen Sturmwind, was ihr eigentlich gewissermaßen benötigt. Manche Fragen stellen sich auch, wenn ich hier sterbe, wo komme ich raus? Hier ist der Friedhof, wo ihr dann, wenn ihr gestorben seid, ich glaube hier ungefähr, hier vorne steht dann die Geisterheilerin. Aber wir laufen natürlich nach Sturmwind. Ein Schamane, das sieht schön aus mit dem Wolf. Der ist schon Stufe 26. Okay, es könnte auch sein, dass die Folge doch in etwas länger geht. Ich habe eigentlich jetzt einige geplant, so 30 Minuten. Wir sind jetzt schon über die 30 Minuten. Hab gesehen, dass der Dämonenbuff nicht aktiv mehr ist. Das ist vielleicht ein bisschen abgelaufen. Okay, ich vergesse sowas auch. Wie schon gesagt, ich bin auch nicht der beste Profi hier. Aber wie gesagt, ich habe gesagt, ich möchte auf jeden Fall mindestens Stufe 8 sein.
dass ihr das auch mal mitbekommt. Da geht es nämlich nochmal zum Lehrer. Ja, Sturmwind, könnte es sein, dass es bei euch ein bisschen ruckelt, also bei mir zumindest. Hier kann man das aussuchen, was man möchte, aber wir brauchen hier im Endeffekt nichts. Hier Explosionraketen, da braucht man, kann man haben, dass man zusätzlichen Schaden macht. Und hier erhöht die Stärke, das ist für Krieger hauptsächlich sehr interessant. Oder für einen Paladin. Schurke eigentlich auch, weil Stärke gibt natürlich Angriffskraft. Oder Rüstung. Also wir nehmen die Explosionsraketen und Stufe 8 erreicht. Jetzt verkaufen wir das hier beim Händler, dass wir ein bisschen Silber haben. Das seht ihr, das haben wir schon, 12 Silber. Bevor ich wieder zurückgehe, wir gehen jetzt hier mal nach oben zum Zwergendistrikt. Wir laufen diese Strecke hier, wieder am schnellsten. Hier zack, zack, zack. Oder man kann auch hier zack, nehmen wir doch die Abkürzung hier rüber. Dann werden wir nämlich unser erster Beruf, das nennt sich Bergbau. Ne, da brauchen wir nicht extra nochmal hier hin. Denn wir haben auch Ruhestein, jetzt sind wir schneller wieder da unten im Gasthaus. Das habe ich euch auch noch nicht gezeigt, was mit dem Ruhestein passiert, wenn man den klickt oder anklickt. Ja, man versucht eigentlich immer Abkürzungen zu finden, um zu schneller rüberzukommen. Ich nehme eigentlich hauptsächlich die Abkürzung. Ihr könnt aber auch mal hier einfach in ein Aktionshaus in fast jedem Gebäude einfach mal reingehen, gucken, suchen, was interessiert mich, wie interessiert mich das, wie ist das Spiel dementsprechend aufgebaut oder spielerisch, und ihr müsst es auch gar nicht mal nachmachen. Ihr könnt auch diesen Teil, was ich jetzt euch hier dementsprechend erkläre, auch überspringen. Hier sind Leute sehr fleißig, hier Erz zu verhüten. Dungeon werden wir natürlich auch gehen. Ist auch nicht jeden Dungeon. So, hier besorgen wir uns erst schon mal eine Spitzhacke. Das werden wir neben unserem Mana hinrichten. Und hier oben im Bergbau werden. So, haben wir. So, dann geht ihr auch mal erst das Zauberbuch. Das für Hüten rausziehen, Dinge aus der Tasche und hier reinziehen. Müsst ihr nicht unbedingt, könnt ihr auch ein Zauberbuch drinnen lassen. Und dann hier in der Minimap könnt ihr zwei verschiedene Varianten machen. Entweder geht ihr auf die Lupe da oben, da seht ihr auch, man kann auch helfen. Gibt es einen gelben Punkt, wo es euch anzeigt, was ihr braucht, wie Briefkasten, Getränkehändler, Reparatur. Könnt ihr alles hier anklicken, könnt ihr einen Haken reinmachen, wenn ihr möchtet. So, aber da gibt es noch eine Variante. Hier kann man Minensuche machen oder einfach hier reingehen, das anklicken. Dann ist es hier auch automatisch ausspüren von Minen. So, da werden wir noch unsere Schneiderei kurz noch lernen. Wo sind wir denn jetzt? Können wir das so machen? Hier rausgehen. Ja, gehen wir von hier aus. Da seht ihr auch mal ein bisschen was von der Welt.
In späteren Verlauf könnt ihr auch den Ruhestand irgendwann mal hier in der Sturmwind setzen. Aber wir brauchen das leider noch in Goldheim. Sage ich euch auch gewissermaßen auch dann auch warum. Also es ist so, dass mir nachher, wenn ich jetzt unten wieder im Gasthaus bin, kann ich euch zeigen warum, weshalb. Da habt ihr es auch etwas einfacher mit der Questerei, dass es auch etwas zügiger geht, vorangeht. Ich weiß, es dauert etwas lang, allein schon die Lauferei zuzugucken ist auch ein bisschen langweilig. Deswegen habe ich auch geschrieben, es ist auch ein Let's Play, wo ihr mitspielen könnt und euch selber Eindrücke fürs WoW-Spiel machen könnt. Ist auch gut, das mitspielen zu lassen für die Testversion. Ob euch der Charakter zum Beispiel liegt. Aber ich weiß nicht, ob ihr da schon Berufe lernen könnt. Das habe ich noch nicht probiert. Oh, Moment. Ich bin ja fast falsch gelaufen. So. Schneiderlehrer Gschwind und den Schneiderlehrer auch. So, jetzt haben wir den Schneiderlehrer. So, wir gehen wieder ins Zauberbuch. Holt ihr hier die Fadenspule aus dem Inventar raus. Könnt ihr auch neben hier umsetzen, wenn ihr das möchtet. Dann geht ihr hier auf. Also hier anklicken natürlich. Linke Maustaste. Dann geht ihr auf alles erstellen, was wir haben. Irgendwann haben wir auch etwas mehr Leinstoff übrig. Dann können wir uns eigene Taschen bauen. Hier kann man zum Beispiel einfache Hose. Unsere Hose hat gerade mal 9 Rüstung. Die hat natürlich 12 Rüstung. Der Umhang hat zum Beispiel 6, eins mehr. Aber das brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Hier könnt ihr zum Beispiel jetzt mal, ja, nehmt einfach mal für ein Silber, also sagen wir mal 10 Gruppe Faden mit. Andere Tasche hinmachen. Euer Berufstasche. Habt ihr wenigstens die untere Tasche schon aufgeräumt. Hier kann man zum Beispiel noch was verkaufen. Das kann man behalten, das brauchen wir noch. So. Okay, eins, was ich jetzt euch dementsprechend jetzt auch mal empfehlen könnte. Wartet, bis ihr ein bisschen mehr Stoff habt. Okay, es wird euer Rucksack etwas blockieren, aber warte, bis ihr ein bisschen Stoff habt, sag mal, bis ihr also 25 Skillpunkte habt in der Schneiderei. Wenn ihr ziemlich viel Stoff zusammengeschustert habt, das wird jetzt so nach und nach passieren. Dann macht erstmal die Stoffballen, bis das so gelb ist. Dann geht einfach noch mal zum Lehrer. Da gibt es auch noch so einen Zwischenlehrer, das ist ein Holzfällerlager. Oh, jetzt hätte ich es beinahe vergessen. Jetzt werde ich euch zeigen, was das mit dem Ruhestand auf sich hat. Man klickt den dran. Seht ihr, das Cast ist so wunderschön. Jetzt kommt unser Ladebalken und jetzt sehen wir wieder in Gasthof. In Gasthof, wo wir uns den Ruhestand gelegt haben. So. Dann möchte ich euch noch, bevor wir hier den Part beenden, wollte ich euch noch zeigen. Und ja, ich zeige es euch mal. Vielleicht haben wir ja Glück und gibt hier gleich mal einen gelben Punkt. Wie das aussieht. Ja, da können wir im nächsten Part etwas mehr questen.
eins, was ich auch so merke, die Zeit geht schon verdammt schnell vorbei. Also ich habe noch keinen gelben Punkt. Eins, was ich euch auf jeden Fall empfehle, wenn ihr einen gelben Punkt seht, nehmt ihn auf jeden Fall mit. Ach, hier sieht man es ja wunderschön jetzt. Hier ist ein gelber Punkt. Eins, was halt auch ein Problem ist, hier können auch ziemlich viele Gegner sein, hier außenrum. Versuchen wir mal ein bisschen wegzukommen. Dann gehen wir hier hin. Dann seht ihr das erste Mal abbauen. Fehlversuch, das passiert öfters, wenn man gerade mal angefangen hat. Eins, was auch droppen könnte, also so Edelsteine. Also Edelsteine könnten noch reintroppen oder ja, hier Kupfererz natürlich und der raue Stein. Aber der raue Stein, ja, der wird sehr oft dabei sein, wird auch euer Inventar etwas blockieren. Aber sei es drum, das könnt ihr dann auch verkaufen. Hier beim Händler, im Aktionshaus kriegt ihr nicht viel dafür. Das Aktionshaus würde ich auch euch auch nebenher ein bisschen zeigen. Ich würde euch am Anfang erstmal kein Addon empfehlen. Noch nicht. So. Gehen wir mal hier hin. So. Das seht ihr ja. Wir haben jetzt schon 10 Silber. Gehen wir auch gleich noch mal zum Lehrer. Ach, hier kann ich es euch zeigen. Bei manche hier Handwerksbedarf-Lehrer gibt es hier Kochrezepte, Schneiderezepte, zum Beispiel eine Brust mit benötige ich Schneiderei 55. Wenn man hier oben hinkelt, steht hier Schneiderei 7, also können wir uns leider das noch nicht kaufen. Also kaufen kann man sie schon, aber ich würde es erstmal sparen. Hier, Kochkunst sind sogar 2 Rezepte, aber Kochkunst wird mir erst etwas später machen. Dann gehen wir, weil ich ja gesagt habe, dass wir Stufe 8 sind, gehen wir noch mal kurz zum Lehrer. Aber dann werde ich auch jetzt gleich mal unser Dämonenbuch erstmal kaufen. So, unser Dämonenbuch. Oh, so kann man sogar 2 kaufen. Also, erstmal. Das, was ich letztes Mal gesagt habe, und das zweite. Sonst haben wir keins zum Kaufen. Dann machen wir Blutpakran 1. Da geht unser wichtige neue Fähigkeit. Erhöht die Ausdauer. Kriegen wir mehr Leben. Und jetzt haben wir Rang 2. Feuerblitz. Das ist die Fähigkeit, was der Wichtel auch hat. So, dann gehen wir nochmal lernen. Was haben wir denn bekommen? Buch der Pein und Furcht. Aber die Fähigkeiten werde ich euch nächstes Mal zeigen, aber ich ziehe sie schon mal raus. Der Pein setzen wir hier hin. Erstmal. So. Dann hocken wir uns gemütlich wieder zum Gasthaus. Und wie beim letzten Mal. Werde ich zum Abschied winken. Ich hoffe, dass euch das gefallen hat. Das andere Video war ja, ist eigentlich sehr gut angekommen. Das erste, das zweite ist auch ziemlich gut angekommen, wie es aussieht. Aber finde ich cool. Ich hoffe, dass es euch hilft. Deswegen, Weberfix meldet sich ab.